Berliner Siemens-Mitarbeiter zeigten sich am Mittwoch erfreut darüber, dass Siemens das Gelände der historischen Siemensstadt in Berlin zu einem Technologiepark umbauen will. Das von Backsteinbauten geprägte Industriegelände, auf dem Siemens seit 1897 produziert, soll bis 2030 zu einem modernen Stadtteil umgebaut werden, mit Wohnungen, Geschäften und Forschungseinrichtungen. Bei den Beschäftigten kommt das gut an. Ich bin normaler Mitarbeiter und freue mich, dass hier der Standort aufgewertet wird und dass wir hier das Geld auch in Berlin bleibt und Berlin jetzt doch wieder einen weiteren Zukunftsstandort hat. Super. Als Berliner und Siemensianer, der hier arbeitet, kann man das ja gar nicht schlecht finden. Auf dem sogenannten Innovationscampus in der Siemensstadt soll es um Themen wie Elektromobilität, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge oder 3D-Druck gehen. Es wird geschätzt, dass am Standort einige hundert Arbeitsplätze entstehen könnten. Insgesamt dürfte dies allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Vor 2 Jahren hatte der Konzern angekündigt, weltweit 6.900 Stellen abbauen zu wollen, die Hälfte davon in Deutschland. Mehrere Standorte, darunter Görlitz und Offenbach, sind von der Schließung bedroht.